Links, 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 links. Ja! Ja, irgendwer anders, der sich zum Horst machen will. Wenn keiner von euch Bock hat, dann können wir es auch lassen. Unsere beiden Mimöschen hier haben sich immer noch nicht davon erholt, dass sie nicht unwiderstehlich sind. Per SMS Schluss zu machen, ist auch echt hart. Der Typ wollte einen One-Night-Stand und keinen Bausparvertrag. Er hat ge-SMS't, dass ich zu alt bin. Dann versucht man es eben noch mal neu und denkt sich, egal. Also da muss ich jetzt ausnahmsweise mal Anni recht geben. Die beiden müssen unbedingt mal die Birne freikriegen. Kopf aus, Spaß an. Und wenn einfach nichts mehr kommt? Wenn man sich nie mehr verlieben kann? Ach, Olli. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das mit Christian und mir nichts mehr wird. Oh Mann, Olli. Bitte nicht schon wieder. Andi, dieses ganze Single-Ding, ich habe keine Ahnung, ob ich das noch drauf habe. Und selbst wenn man noch mal jemanden kennenlernt, weißt du, das dauert Monate, Jahre, bis man sich wirklich kennt. Man muss die ganzen Geschichten noch mal erzählen, was man gemacht hat, wer man ist. Ich. Ja, diese ganzen Küken, die haben ganz schöne Ansprüche mittlerweile. Weißt du, ich meine, wenn du auf den Mount Everest kletterst und kurz vorm Gipfel, da reißt dich eine Lawine wieder runter, dann kletterst du doch auch nicht gleich wieder los. Ich störe eure kleine Selbsthilfegruppe wirklich ungern, aber ich kann es mir einfach nicht mehr anhören. Du bist die Barfrau, du musst dir das alles anhören. Olli, was ist überhaupt dein Problem? Du hattest einen heißen Flirt auf Mallorca und gestern dieses kleine Jüngelchen. Das war nur Sex. Glaub mir. Und ich sage das als eine Frau, die es wissen muss. Sex ohne Verantwortung ist besser als Verantwortung ohne Sex. Ihr zwei seid durch eure langen Beziehungen sowas von raus. Olli, weißt du was? Sie hat recht. Das sage ich doch immer. Wir sollten mal wieder raus ins richtige Leben. Ich habe aber keinen Bock mehr, die Nächte in irgendwelchen Clubs um die Ohren zu schlagen. Das musst du doch auch gar nicht. Wozu hat der liebe Gott das Internet erfunden? Ich soll eine Kontaktanzeige aufgeben? Nicht aufgeben. Wir posten. Hey, Dana, komm doch mal gerade her. Pass auf. Attraktiver er, Anfang 30, selbstständig, ehrlich, sucht humorvollen Partner für eine feste Beziehung. Wie findest du das? Ihr wollt eine Kontaktanzeige aufgeben? Ja, wieso nicht? Andi übrigens auch. Naja, aber auf einer anderen Plattform natürlich. gayundglücklich.de. Wie geil ist das denn? Tja, da muss ich ja leider wieder mal Andi recht geben. Der Text geht gar nicht. Naja. Vielleicht geht's ein bisschen kleiner. Das klingt so ernst. Ja, genau. Zum Beispiel so. Echter Kerl gesucht. Gut aussehender, erfolgreicher Naturbursche mit Herz, Verstand und Muskeln sucht freiheitsliebende Lady für die schönen Stunden zwischendurch. Mit Verstand, der war gut. Naturbursche. Also Couchpotato trifft's eher. Komm schon, ich dachte, das klingt irgendwie sexy. Außerdem arbeite ich doch auch oft draußen. Aber trotzdem, besser als deine Anzeige war das auf alle Fälle. Ich sag doch nur, wie es ist. Ja, aber die Realität, die schreckt total ab. Vielleicht bist du einfach noch nicht so weit. Also egal, was ihr sagt, ich mach mich hier nicht zum Clown. Irgendwo da draußen gibt's bestimmt noch einen, für den das alles nicht nur ein Spiel ist. Dann wollen wir doch mal. 5 Nachrichten, wer sagt's denn? Olli, da hast du ja deinen Hauptgewinn gezogen. Wenn man auf Briefmarkensammler und Finanzbeamte steht. Ja, der hier zum Beispiel hat bestimmt 5 Katzen und wohnt mit 45 noch zu Hause bei der Mama. Sehr witzig. Ich hab dich gewarnt. Bei so einer lahmen Anzeige melden sich nur Schwachmaten und Langweiler. Wer sagt denn, dass Andi mit seinem Märchen mehr Erfolg hatte? Tja, das können wir ja gerne mal nachsehen. Du kannst mir jetzt ja alles erzählen. Wow, nicht schlecht, Andi. Die junge Ausgabe von Pamela Anderson. Hier steht, sie will Hemmungen und Hüllen fallen lassen, ganz ohne Verpflichtungen. Yes. Ist mir alles zu oberflächlich. Olli, wach auf. Wenn du nicht bei so einem Modellwagen-Heini hängen bleiben willst, dann musst du dich besser verkaufen. Sex sells. Was soll ich jetzt machen? Behaupten, ich suche nur eine lockere Affäre, obwohl ich eigentlich jemanden fürs Leben will? Wenn du ehrlich bist, Olli, hast du diesen jemanden schon gefunden. Und geheiratet.
Warum tut ihr eigentlich alle so, als wäre ich schuld an unserer Trennung? Christian hat mich betrogen. Jetzt zieht er mit dieser Jockey-Pratze um die Häuser. Ja, ich verstehe ja, dass du verletzt bist, aber ich spüre einfach, dass ihr es schaffen könnt. Aber da weder Christian noch ich daran glauben, wird es kein Revival geben. Ja, okay, es geht mich eigentlich auch gar nichts an. Charlie, ich habe einfach Angst, dass ich den Rest meines Lebens allein bleibe. Ach, wenn es das ist, kann ich dir einen Rat geben. Lass es einfach auf dich zukommen. In der Liebe kann man sowieso nichts erzwingen. Oder wie mein Yoga-Lehrer sagt, alles fließt. Na, schreibst du einem von deinem Muttersöhnchen? Nicht meine Liga. Was ist denn los? Ich habe nachgedacht. Und auch wenn ich es nicht gerne zugebe, du hattest recht. Hey, dass ich das noch erleben darf. Ich habe mich in meiner Zeit mit Christian wirklich ganz schön verändert. Du kannst dir das bestimmt nicht vorstellen, aber ich habe früher nichts anbrennen lassen. War auf jeder Party der Letzte, jedem Club unterwegs. Klingt nach jeder Menge Spaß. Den hatte ich auch. Aber irgendwie ist die Seite von mir der Beziehung mit Christian eingepennt. Und jetzt willst du sie reaktivieren. Hör mal. Findest du auch, das Leben ist zu kurz, um nur auf dem Sofa zu hocken? Willst du es auch mal wieder so richtig krachen lassen? Partylöwe, Mitte 20, sucht einen sexy Begleiter für spannende Streifzüge durch den Großstadtdschungel. Was meinst du? Gar nicht schlecht. Dann fehlt jetzt nur noch eins. Moment, einfügen. Ja, sehr gut. Sehr gut. Danke schön.